Buenos Aires, lieber Dieter, ist eine Stadt, über die ganz viele Leute sagen, und darunter auch du, dass man sich da ganz schnell zu Hause fühlen kann. Ja, Buenos Aires ist zwar eine Riesenstadt mit 9 Millionen Einwohnern, aber für südamerikanische Verhältnisse sehr europäisch. Und ich habe mich sofort da sehr zu Hause gefühlt, obwohl die wirtschaftliche Situation schwierig ist. Das nicht erst seit gestern. Gab ja auch diese ganz schlimme Krise Anfang 2000, 2001. Stimmt, da war eine wirtschaftliche Krise und eine politische Krise, auch mit Aufständen. Und in diese Thematik führt uns ein Spielfilm von Hermann Krahl. Der heißt Adios Buenos Aires. Und der erzählt die Geschichte von jemandem, der eigentlich in Buenos Aires zu Hause ist, aber da mit Macht versucht, wegzukommen. Es ist die Geschichte von Julio Ferber, dem Besitzer eines kleinen Schuhladens in Buenos Aires, ein leidenschaftlicher Bandoneonspieler mit einem eigenen kleinen Tango-Orchester, der mitten in dieser schlimmen Wirtschaftskrise 2001 sich überlegt, dass er Buenos Aires und Argentinien den Rücken kehren möchte und ins Herkunftsland seiner Mutter nach Deutschland auswandern möchte, um da sein Glück zu suchen. Aber wie es so oft ist, man plant das eine. Und dann kommt was dazwischen, im Großen wie im Kleinen. Wir wollten den Film eigentlich Open Air sehen, 5-Seen Filmfestival am Starnberger See. Bei der Anfahrt hat es unheimlich geregnet und der Film wurde dann aber Gott sei Dank nach innen ins Kino verlegt. Und die Tatsache, dass rund um den Film Adios Buenos Aires gerne mal was schief geht, gibt zum einen sehr viel Stoff für ein super Gespräch mit dem Regisseur Hermann Krahl, der uns dann noch mehr Details erzählen kann, sollte aber auf der anderen Seite auf gar keinen Fall jemanden davon abhalten, sich diesen wunderbaren Film anzugucken. In diesem Sinne freuen wir uns auf das Gespräch mit Hermann Krahl. Let's talk, Sabine. Let's talk. Tango Talk. Der Podcast der Tango-Geschichten. Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben. Und lieben. Tango Talk. Das sind Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Zwei Suchende in Sachen Tango. Wir freuen uns heute sehr über einen lang ersehnten Gast, den Autor, Regisseur, Filmemacher und Produzenten Hermann Krahl, der so wunderbare Filme geschaffen hat wie die Tango-Spielunken von Buenos Aires, Ein letzter Tango oder gerade vor kurzem ins Kino gekommen Adios Buenos Aires. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das freut mich, dass ihr euch für meine Arbeit interessiert. Ja, wir interessieren uns tatsächlich schon sehr lang für deine Arbeit und haben ja auch im Tango Talk schon des Öfteren Filme von dir erwähnt. Wir haben jetzt auch als Vorbereitung auf unser heutiges Interview nochmal in ein paar Filme reingeschaut, unter anderem erst gestern Abend in Ein letzter Tango, die sehr berührende und authentische Geschichte des argentinischen Tango-Paares Maria Nieves und Juan Carlos Copes, die ja fast so ein bisschen tragisch verlaufen ist. Und ja, vor wenigen Tagen haben wir uns ja getroffen auf einem Kinofestival und haben eine Vorstellung besuchen dürfen, in der du auch persönlich vor Ort warst. Du hast bei der Besprechung des Films im Kino gesagt, dass der Protagonist ja eigentlich wäre geplant gewesen, dass der nach Italien auswandern will. Aber aufgrund der Sponsoren wäre dann cleverer gewesen, dass er nach Deutschland auswandern will. Wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen oder warum gerade Deutschland? Ich hatte an der Uni ein Buch entdeckt. Das war Briefe an einen jungen Dichter von Rilke. Das habe ich gelesen in einer Edition, die war Spanisch und Deutsch. Und dieses Buch war sehr wichtig für mich. Und dann liebte ich abgöttisch die Filme von Wenders. Und als ich las, dass Wenders an einer Filmhochschule in München studiert hatte, dachte ich mir, wow, man kann Film studieren.
Ja, man kann das ja eben studieren, lernen. Es gibt eine Schule für das. Ja. Und dann dachte ich mir, da will ich hin. Und er hat in München studiert, deswegen wollte ich unbedingt nach München gehen. Ich liebte damals sehr seine Filme und die Filme von Tarkovsky. Also ich dachte mir, entweder gehe ich nach München oder nach Moskau. Du hast die bessere Wahl getroffen. Ja, wahrscheinlich, ja. Definitiv, definitiv. Und im Endeffekt seid ihr ja über deine Arbeit auch mit Wim Wenders in relativ engen Kontakt und Austausch auch gekommen, oder? Engen Kontakt würde ich nicht sagen. Er ist mein Maestro. Aber er hat mich sehr unterstützt über die Jahre. Immer wieder, wenn ich ihn um Hilfe gebeten habe, war er dabei. War er da. Für kleinere Sachen und für größere Sachen. Ja. Und er war Executive Producer bei zwei Filmen von mir. Er hat mich immer unterstützt. Und wie gesagt, ich erinnere mich, meine Mutter war im Krankenhaus am Sterben. Wir waren kurz davor, die Finanzierung zu schließen, aber es fehlte noch einen Sender. Und ich wusste, wenn der Sender nicht zusagt, dann ist die ganze Arbeit, die wir mittlerweile 17 Jahre lang gemacht hatten, ja, ist die umsonst gewesen. Umsonst gewesen. Wir werden diesen Film nicht machen. Und dann habe ich den Wenders kontaktiert und gesagt, Wim, schau mal, die Situation ist so, er hat so viele Filme gemacht, man braucht ihn nicht lange zu erklären. Ja. Er wusste sofort, worum es geht. Und dann hat er gesagt, okay, ich guck mal, was ich machen kann. Und dann hat er jemanden angerufen und gesagt, ja, den kenne ich, er war mein Schüler, ich glaube, der Film wird was. Und dann hat er Sender zugesagt. Und das werde ich ihm mein Leben lang danken. Denkst du, er weiß, wie viel dir das bedeutet hat? Ich habe ihn angerufen, als der Film ins Kino kam, an diesem Donnerstag. Ich habe ihm gesagt, ja, heute kommt der Film raus und ich wollte mich bei dir bedanken. Und er sagte, ja, ich habe doch gar nichts gemacht. Das vergessen, ja. Ich habe gesagt, ja, gut, du weißt es nicht mehr, aber du hast mir sehr, sehr geholfen. Und er sagte, ja, gut, dann freut mich das. Jetzt haben wir doch einige deiner Filme angeschaut und was uns aufgefallen ist und was ich besonders interessant finde, weil du ja eigentlich Spielfilm studiert hast, von den 12 Filmen, die wir in deiner Filmografie gefunden haben, also schon ein ganzes Dutzend Filme, die du gemacht hast, sind eigentlich alle, bis auf Adios Buenos Aires, dokumentarische Filme. Du hast aber eine ganz besondere Art, sozusagen das Faktische mit dem Fiktionalen irgendwie zu verweben. Also deine Dokumentarfilme haben irgendwie auch was sehr Erzählerisches und dein Spielfilm hat auch wiederum etwas sehr Dokumentarisches. Wie kommt das? Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass es für mich nicht wirklich so eine Trennung gibt zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm. Und deswegen ist in meinem Universum ist alles irgendwie miteinander verbunden. Deswegen verbinde ich das und freue mich auch, wenn das funktioniert. Mhm. Zum Beispiel im Film im letzten Film Adios Buenos Aires gab es eine wichtige Szene. Das war die Szene, die am 20. Dezember 2001 spielt, als es diese großen Proteste gab, mitten in Buenos Aires in der Plaza de Mayo. In diesen zwei Tagen, 19. und 20. Dezember 2001, sind 36 oder 39 Menschen im ganzen Land gestorben. Das war schrecklich. Und wir wussten, wir haben das Geld nicht, um das zu inszenieren, so dass es gut aussieht. Wir hatten von Anfang an dann im Drehbuch geschrieben, dass das Archivmaterial dafür benutzt wird. Und ich finde, es war eine sehr, sehr schwierige, aber sehr interessante Arbeit, die Spielfilmhandlung zusammen mit der dokumentarischen Handlung zu schneiden, zu verbinden, zu verweben. Und ich finde, das hat gut funktioniert und dass man das Gefühl hat, dass unserem Charakter dann in diesen Protesten da ist und dass sich das anschaut.
Ich meine, selbst wenn man vielleicht auch im Hinterkopf denkt, das kann nicht sein, weil man sieht, das ist ein Schauspieler und so und das andere ist Archivmaterial. Aber trotzdem, glaube ich, geht man als Zuschauer mit. Auf jeden Fall. Oder? Ja, auf jeden Fall. Was ein anderes Leitmotiv ist in deinen Filmen, ist der Tango. In sehr vielen deiner Filme spielt er eine wichtige Rolle, die Musik, aber man sieht auch immer wieder Menschen tanzen. Du hast mal in einem Interview gesagt, die Texte vor allen Dingen beim Tango sind ja auch sehr wichtig. Also das ist sozusagen eine kulturelle Sphäre, die so als eine Schicht sich durch viele deiner Filme zieht. Ich habe mich gefragt, ist es nur ein Stilmittel für dich oder ist es einfach so, dass es als Teil der argentinischen Kultur in einem Film wie den deinen vorkommen muss? Oder spielt der Tango auch aktiv sozusagen eine Rolle als ein Instrument, um Emotionen zu transportieren, um Leidenschaft erfahrbar zu machen, sichtbar zu machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der Tango in meinem Leben so wichtig geworden ist und so präsent, weil ich ja 10.000 Kilometer entfernt lebe von meiner Geburtsstadt, die mich sehr geprägt hat. Und das ist eine direkte Brücke zu Buenos Aires. Denn Tango ist schon die Musik von Buenos Aires, zumindest für mich. Und ein anderer Aspekt ist, dass ich diese Musik wirklich liebe, ja, und ich höre sie auch sehr gerne. Also ich höre sehr viel Tango zu Hause, wenn ich Musik höre, ja. Ich mag diese Texte sehr, ich mag die Musik sehr, die berührt mich. Und ich mag Filme zu machen über Sachen, die mich berühren und mir gefallen. Es gibt andere Regisseure, die machen Filme, um Sachen zu denunzieren oder vielleicht um schreckliche Seiten der Menschen zu zeigen. Das inspiriert mich nicht so sehr. Ich mache eher Filme über Sachen, die mir gefallen und ich schön finde. So, im Allgemeinen, ja. Und ich glaube, deswegen ist der Tango sehr präsent. War das immer schon so? Also quasi seit du nach Deutschland gekommen bist? Ich bin war 22 Jahre alt, als ich nach Berlin kam, 91, bin ein paar Tage danach 23 geworden. Tango war für mich damals nicht so wichtig. Aber an dem Tag, an dem ich in Berlin ankam, hat mich ein Freund am Flughafen abgeholt. Und er hatte eine Kassette, eine Musikkassette. Das war eine Kassette von Goyeneche. Und der spielte die Kassette und da gab es einen Tango, der mich so sehr getroffen hat und berührt hat. Das war Naranjo en Flor. Goyeneche sang Naranjo en Flor und der sagt, die Texte sind: Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Zuerst muss man leiden können, después amar, danach lieben können, después partir, danach weggehen können y al fin andar sin pensamiento und am Ende ohne Gedanken gehen zu können. Ja? Und das traf irgendwie das, was in meinem Leben damals passierte, sehr. Ja? Und ich dachte, das ist Tango oder ist das Zen-Buddhismus oder wie? Und das hat mich schon sehr, ja, hat mich sehr berührt und Goyeneche war irgendwie das Tor zum Tango in meinem Leben, auch als Leidenschaft. Ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, der Tango war als Kind die Musik und der Tanz der Eltern und Großeltern, weil das alles sozusagen gefühlt alte Leute waren, die den Tango gelebt haben. Und du hast eigentlich erstmal mehr die Musik rezipiert. Und das ist aber dann im Erwachsenenalter sozusagen für dich immer wichtiger geworden durch die Entfernung oder auch, weil der Tango dann auch wieder modern geworden ist. Ist der Tango modern geworden? ich höre am liebsten eher ältere Tangos, ja. Bis Piazzolla und, sag ich mal, und es gibt eine unglaubliche Komponistin. Für mich ist die letzte Komponistin des Tangos, Eladia Blázquez.
Eladia Blaskis. Sie ist, ich glaube, Anfang 2000 gestorben. Sie hat den letzten Tango, das letzte Musikstück, das in unserem Film gesungen wird, komponiert. Und Rar la Vida hat wunderschöne Tangos. Also das ist für mich die letzte große Tango-Komponistin gewesen. Aber ich habe mich verloren, Entschuldigung, wo war die Frage? Worüber haben wir gesprochen? Ja, ich fand es interessant, dass du als Kind sozusagen das Gefühl gehabt hast, ja, das ist, heute würde man sagen, oldschool. Ja, das ist was sozusagen für die Eltern- und Großelterngeneration. Und irgendwann holt man das aber raus und macht es sich zu eigen. Und dann gibt mir das irgendwie eine Art von emotionaler Heimat. Ich glaube, dass die Entfernung von Buenos Aires in meinem Leben eine ganz wesentliche Rolle spielt bezüglich meiner Liebe zum Tango. Und ich bin mir sicher, wäre ich in Buenos Aires geblieben, wäre der Tango sicherlich nicht so wichtig für mich. Ja. Es ist ja interessant, wenn ich versuche, meine Filme in Buenos Aires zu zeigen, die stoßen nicht aus großes Interesse, weil die Menschen sagen Tango, ah, ja, ach, Tango, nee, lieber nicht, ja. Wirklich? Ja, 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 klar, klar, klar. Ich habe den Satz in Argentinien gehört, Tango ist Gift an der Kasse, bezüglich Filme, okay, von einem Produzenten. Tango ist Gift an der Kasse. Wie ist es in anderen Ländern? Du bist ja da international unterwegs mit deinen Filmen. Wo werden die am besten angenommen oder sehen die Leute auch die Filme mit unterschiedlichen Augen? Das ist eine interessante Frage. Bei unserem letzten Film, Ein letzter Tango über Maria Nieves und Juan Carlos Copes, hatten wir 55.000 Zuschauer in Deutschland. Das war das Land, wo wir am meisten Zuschauer hatten. Und 40.000 Zuschauer in Frankreich und 11.000 oder 12.000 Zuschauer in der Schweiz, 12.000 Zuschauer in der Schweiz und 12.000 Zuschauer in Buenos Aires. Das sind die Zahlen, an denen ich mich erinnere. Ich glaube, in Deutschland ist Tango so schon ziemlich stark. Ich habe gehört, dass Berlin ist die Stadt, wo es am meisten Tango getanzt wird, direkt nach Buenos Aires. Wir haben bei der Recherche festgestellt, es gibt keinen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag von dir oder nur ganz kurz, aber es gibt einen größeren französischsprachigen Wikipedia-Eintrag von Wirklich? Dir. Wirklich? Ja, sowas. En 1991, il part étudier le cinéma en Allemagne. Il est diplômé de la Hochschule für Fernsehen und Film de Munich. Il travaille depuis comme réalisateur et scénariste pour son film L'ultimo Tango. Nein, der Deutsche ist ganz kurz, glaube ich. Da gibt es ein paar Erwähnungen. Der Französische ist richtig lang und Spanisch gibt es gar keinen. Ah ja, interessant. Das hat mich auch überrascht, aber du hast scheinbar wirklich viele Fans, auch in Frankreich auf jeden Fall. Ja, interessant, ja. Jetzt bist du schon so lange in Deutschland. Ja. Reist aber natürlich auch wahrscheinlich hin und her. Ja. Ich habe viele Artikel und Interviews gelesen und stelle fest, dass beispielsweise die Münchner Presse dich ganz gerne für sich vereinnahmt. Da bist du der Münchner Regisseur. Viele andere betonen aber, du bist ein argentinischer Regisseur, der eben schon lange in Deutschland lebt. Würdest du sagen, du hast zwei Heimaten oder bist du da ganz klar? Heimat ist das, wo man herkommt? Meine Situation ist nicht einfach. Vor allem bei den Filmen, nicht wahr? Weil die Deutschen empfinden diese Filme als nicht deutsch, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ein Film wie Adios Buenos Aires wurde in Buenos Aires gedreht, ist eine argentinische Geschichte. Was ist deutsch an dem Film? Ja? Und die Argentinier empfinden die Filme als nicht argentinisch. ja, die Geschichte ist ein bisschen komisch erzählt, nicht sehr authentisch, Buenos Aires. Was haben wir mit Tango zu tun? Ja, ach, diese Tango-Geschichte. Und da bewege ich mich da in einem komischen Raum, der irgendwo dazwischen liegt. Immer dazwischen. Oft habe ich das Gefühl, dass ich immer am Weggehen bin.
Weißt du, ich gehe weg von München oder ich gehe gerade weg von Buenos Aires. Ich bin immer am Weggehen. Aber noch nicht final irgendwo angekommen. Es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so an, zumindest, ja. Aber gut, diese Situation hat mir dann auch erlaubt, einige Filme zu machen. Und in einem gewissen Alter muss man auch akzeptieren, dass gewisse Sachen so sind, ja. Und das ist mein Leben, so. Das ist mein Leben. Das hat schöne Seiten und auch nicht so schöne Seiten. Und so, ja. Ich denke, dass Grenzgänger immer die interessanteren Menschen sind und auch oft die interessanteren Geschichten zu erzählen haben. Ja, ist möglich, ja. Ist möglich. Auf jeden Fall habe ich so erfahren, dass um einen Film zu machen, der die anderen berühren kann und der etwas Wahrhaftiges enthält, muss man durch einen Prozess gehen, der oft mit Schwierigkeiten zu tun hat. Also, und aus diesen Schwierigkeiten, aus diesem Schmerz oder aus diesem, ja, aus diesem Kampf entsteht etwas, das ja eine gewisse Wahrhaftigkeit hat, etwas, das die anderen auch berühren und erreichen kann. Und sozusagen diesen Prozess kann man nicht vermeiden. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass du in deinen Filmen viel Raum lässt für starke Frauen. Also Mariella ist, finde ich, eine sehr starke Frau. Auch dein Interesse an Maria, die ja auch also eine beeindruckend starke Frau ist. Und dann im Gegenzug dieses klassische Rollenverständnis, wofür der Tango auch steht. Du hast auch mal gesagt, das ist klar festgelegt, der Mann führt, die Frau folgt, Punkt. So muss es sein. Und für manche Frauen hierzulande ist es ein bisschen ein Problem, dass die versuchen, da ihren Platz zu finden und trotzdem als Folgende irgendwie ihrem Partner auch auf Augenhöhe zu begegnen. Die Filme, die du machst, da sind die Frauen leidenschaftliche Tango-Tänzerinnen und trotzdem aber so richtige Powerfrauen mitten im Leben voller Temperament und so. Siehst du da einen Widerspruch? Also wie passt es zusammen? Das ist eine sehr interessante Frage. Und als ich deine Frage hörte, musste ich sofort an meine Mutter denken. Die vor ein paar Jahren gestorben ist. Und sie war eine sehr starke Frau. Und sie hat mich natürlich sehr, sehr geprägt. Und wahrscheinlich haben diese starke Frauen in den Filmen, die ich bis jetzt nicht gesehen habe, so wie du sie gesehen hast, auch mit dieser, ja, mit der Prägung und mit der Figur meiner Mutter zu tun. Ja. Mariella sagt einen Satz im Film, der von meiner Mutter kam. Sie sagt in einem Moment, Julio, als sie am Fluss sind, sagt Julio so etwas wie, du willst auch in diesem scheiß Taxi nicht dein ganzes Leben verbringen. Und sagt, Moment mal, ja, dieses Taxi hat mir und meinem Sohn ernährt. Ja. Und ich habe das mit harter Arbeit gekauft. Und sie sagt ihm dann, der Satz, den meine Mutter immer wieder sagte, ich habe Zeiten gehabt, wo ich nichts zum Essen hatte und wo ich mir die Zähne mit Seife geputzt hatte. Aber ich habe immer weiter gekämpft und meinem Sohn ist nie etwas gefällt. Das sagte meine Mutter immer wieder. Und ja, ich glaube, dass diese starke Frauen haben jetzt ja, mit dieser Figur meine Mutter zu tun. Das ist der erste Teil deiner Frage. Maria zum Beispiel, glaube ich, ist 1934 geboren, genauso wie meine Mutter. Und die haben sich auch gut verstanden. Meine Mutter kam ab und zu zum Drehen und hat mit Maria gesprochen. Und die, ja, die mochten sich. Die andere Frage ist, ich glaube, dass für argentinische Frauen gibt es überhaupt gar keinen Widerspruch zwischen sich führen zu lassen beim Tango und dann im Alltagsleben starke Frauen zu sein, die vieles entscheiden und
oft das machen, was sie wollen und das Leben so gestalten, wie sie das wollen und auch in der Familie sehr stark und führend sind. Ja, aber es ist auch irgendwie spannend, dass man dann so eine Liebe entwickelt zu einem Tanz, in dem man eigentlich eine ganz andere, eine fast gegenteilige Rolle einnimmt, aus der es auch kein Entrinnen gibt, die also fest einem zugeschrieben ist. Vielleicht ist es auch irgendwie der Wunsch, mal sozusagen von der einen Position auf eine ganz andere Position auch zu wechseln. Also auf jeden Fall gibt es da ein großes Spannungsfeld. Ja, ich tanze nicht als Frau, deswegen kenne ich das nicht, aber ich bin mir sicher, dass sich gut führen zu lassen von jemandem, der auch gut führen kann, muss etwas Wunderschönes sein, ja. Und ich habe das von großen Tango-Tänzern gehört, man muss die Frau zum Scheinen bringen im Tango, ja. Durch die Führung und die Frau, die zum Schein gebracht wird, auch wenn sie geführt wird, ist deswegen keine Frau, die sich alles, die unterworfen ist, ja, sondern ist eine Frau, die durch eine gute, einfühlsame Führung dann zum Scheinen kommt, vielleicht zum Zentrum des Weiblichen, würde ich sagen, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das politisch unkorrekt mittlerweile. Finde ich gar nicht. Was ich sehr interessant fand, dass Juan sich im Film ja sehr als Macho darstellte, aber wenn man dahinter gesehen hat, alles von seiner Frau eigentlich genehmigen lassen musste. Ne? Er durfte ja nur, wenn seine Frau Ja sagte, am Film teilnehmen oder auch damals sich mit seiner Ex-Partnerin treffen. Eigentlich hat auch seine Frau im Hintergrund entschieden. Zum Glück führen wir das Interview auf Deutsch, deswegen kann ich das sagen. Ja, genau so ist das. Auf Spanisch würde ich das nicht sagen, weil ich hätte Angst, dass die Miriam das noch hört. Ja, das ist ein bisschen tragisch im Leben von Juan Carlos, fand ich, dass er gegen Ende seines Lebens dann ein bisschen dominiert wurde von der neuen Frau. Traurig und tragisch, aber es war ein bisschen so, ja, ja. Er hätte diese Verbindung mit Maria nie im Leben getrennt. Er hätte mit ihr weiter getanzt. Denke ich, es war nicht sein Wunsch, es war der Wunsch seiner neuen Frau. Diese erfolgreiche, wunderbare Tango-Paar damit aufzuhören, ja. Zu zerstören, sage ich mal, ja. Maria war nicht interessiert an Juan als Mann. Sie wollte mit ihm einfach weiter tanzen. Sie sagte, sie war empört, dass sie dann einfach wie ein Ding verlassen wird in ihrem Alter, nachdem sie so vieles erreicht hatten. Und sie ja auch solche Opfer gebracht hat für diese... Ja, das auch, ja. Für diese Verbindung. Ja, das auch. Aber ich denke, Juan Carlos eben hätte dieses Paar nie im Leben... zerstört, weil er auch den Tango liebte. Und Maria war diejenige, die ihn zum besten Tango-Tänzer gemacht hatte, nicht andere Frauen. Also er konnte seine Kunst am besten ausführen. Er ist zu seiner besten Version als Tänzer gekommen mit Maria, nicht mit irgendeiner anderen Tänzerin. Ich habe gelesen, du hättest auch gerne mit Maria getanzt, hast dich aber nicht getraut, sie aufzufordern. Ja, ja, ja. Ja, einmal habe ich Maria begleitet zu einer Milonga, das war während der Recherche. Die hat getanzt und dann habe ich dann am Ende getanzt und dann waren wir im Auto und die sagte mir, Germán, bailas como el culo. Du tanzt so schlecht. Ja. Hat dich das eher motiviert, dazu zu lernen oder eher abgeschreckt? Weder noch. Ich weiß, dass ich schlecht tanze. Ich habe das akzeptiert. Das ist nicht jetzt mein Ehrgeiz, ein toller Tango-Tänzer zu werden. Ich mache das gerne. Ich mache das gerne, aber ich muss nicht besonders gut sein dabei.
Ich habe gelesen, du arbeitest auch als DJ. Also was heißt du arbeitest, aber du legst auch auf. Ich sage immer als Spaß, ich bin der beste Tango-DJ in Zentral- und Nordeuropa. Das stimmt natürlich nicht. Ich mache das sehr gerne. Ja, ich liebe diese Musik und es macht mir sehr viel Spaß, diese Abende vorzubereiten und dann auch die Musik aufzulegen. Ja, ich mache das gerne. Ich mag Tango einfach sehr gerne. Hast du die Musik für deine Filme auch selber ausgesucht oder wie funktioniert das? Ja, natürlich, ja, klar. Ich meine, Adios Buenos Aires habe ich, wir waren drei Drehbuchautoren, Fernando Castez aus Buenos Aires, Stefan Puchner aus München und ich, und Fernando hat einige Tangos auch vorgeschlagen, aber hauptsächlich habe ich die Tangos ausgewählt, ja. Von Fernando kam Vida Mia, er liebte Vida Mia, das ist der Tango, den die hören auf der Platte, als sie das Zimmer für Ricardo einrichten und dann in diesem Innenhof von der Autowerkstatt tanzen. Das ist Vida Mia. Ich fand die Musikauswahl bei Adios Buenos Aires unheimlich schön und unheimlich passend. Ich bin der beste Tango-DJ Zentral-Nordeuropas. Hat sich damit bestätigt. Ja. Wir haben das Glück, dass Sony hat die Musik rausgebracht von Adios Buenos Aires und auch von Ein letzter Tango. Ja, das sind zwei schöne CDs rausgebracht worden. Ja, das kann man alles finden. Ja. Sehr gut. Zum in Erinnerungen schwelgen und zum Nachtanzen. Ja, genau. Jetzt sind wir ja nochmal beim Film angekommen. In beiden Filmen, die wir gerade besprochen haben, kommt ja diese Brücke vor. Ja. Einmal mit dem Unfall und mit dem Auto und einmal, dass das Paar tanzt auf der Brücke. Wo findet man die Brücke in Buenos Aires denn? Wo die Brücke ist? In welchem Stadtteil, ja. Die Brücke ist eine wunderschöne Brücke, wie man das im Film sehen kann. Die ist in der Nähe von Constitución. Ganz in der Nähe von Constitución. Ist leider aber jetzt eine Gegend, wo man lieber nicht unbedingt alleine in der Nacht hingeht, ja. Interessanterweise hatte ich auch einen Kurzfilm während meines Studiums dort gedreht, eine Kussszene auf der Brücke. Damals drehte man mit Negativ und das Negativ ist zerrissen genau an der Stelle des Kusses auf der Brücke. Oh. Ja, meine Idee ist nämlich, wir wollen irgendwann vielleicht nächstes Jahr mal nach Buenos Aires fliegen zusammen. Wir werden uns die Brücke anschauen, ne? Und unbedingt. Vielleicht mal kurz mal tanzen auf der Brücke. Und wenn jemand von unseren Followern irgendein Video hat oder in Argentinien mal ist, in Buenos Aires ist und auch ein Video schickt, wäre doch eine tolle Sache. Wir können ja dann auch die Kussszene nachdenken. Ja, das ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee, die Kussszene da nachzustellen. Ja, die Brücke liegt, sind 10 Minuten zu Fuß von Constitución. Ist eine sehr schöne, nicht wahr? Eine sehr fotogenische Brücke. Ja. Es werden viele Fotos dort gemacht und auch viele Filmszenen. Ungewöhnlich, ja. Finde ich die. Ja. Einmal hatte, als wir die Szene im vorletzten Film gedreht haben, diese Tanzszene, kam die Gewerkschaft. Wir hatten da ihnen einen Scheck nicht rechtzeitig eingereicht bei der Gewerkschaft und die hatten vor, unseren Dreh aufzubrechen. Das wäre schrecklich gewesen, weil das war die teuerste Szene im letzten Film. Und dann sind wir um 2 Uhr morgens in einem Café gegangen, wo es Internet gab. Da wurde diese Überweisung dann um 2 Uhr morgens online gemacht. Und dann kamen wir zurück mit den Männern von der Gewerkschaft und ich war am Ende. Und der eine sagte, ach, das ist das 10. Mal, dass wir einen Dreh hier auf dieser Brücke unterbrechen und das 1. Mal, dass wir den Dreh wieder aufnehmen. Weil du gerade beim Scheck warst, was ist eigentlich bei so einem Film das Schwierigste? Eher die Phase der Entwicklung, die Phase der Finanzierung, des Umsetzen oder dann die Kinos zu finden, die den Film spielen? Die schwierigste Phase ist die, wo man sich gerade befindet.
so einen Film zu konzipieren, das Drehbuch zu schreiben, ist sehr schwer, sehr schwer. Man kommt immer an den eigenen Grenzen. Und das Gleiche kann man sagen von den allen anderen Phasen. Ja? Wenn du das Drehbuch hast, die Finanzierung zusammenzukriegen, ist ein Albtraum. Ja? Und wenn du wenn du das Glück hattest, dass du die Finanzierung geschlossen hast, reicht das Geld meistens nicht. Dann hast du immer irgendwelche Probleme. Beim Drehen ist es sehr anstrengend und der Schnitt ist schön, weil du dann alleine bist mit deinem Editor oder mit deiner Editorin in einem Raum und beschäftigst dich mit dem Material, aber oft kommen die Fehler und die Probleme ans Licht und dann ist man auch verzweifelt, weil die Sachen vielleicht doch nicht funktionieren, wie man das sich gedacht hat. Und dann, ich habe mal gelesen, dass jemand sagte, Schneiden fühlt sich so an, dass du auf der Titanic mit einer Editorin zusammensitzt und du musst versuchen, dass das Schiff nicht untergeht. Ja, und das ist ein bisschen so. Ja. Filme funktionieren meistens nicht so, wie man sich gedacht hat, dass sie funktionieren würden. Du musst die irgendwie im Schneiderraum retten. Und das macht keinen Spaß, ist kein Picknick, weil du hast auch viele Menschen, die von dir was wollen, die vielleicht Geld investiert hatten oder Arbeit und so, und ist ein riesen Druck da. Ja? Ich finde es am schönsten, wenn man den Film vorstellt und gut ankommt und die Zuschauer im Kino sagen, ja, das hat mich berührt, oder jemand kommt danach zu dir und sagt, ja, der Film hat mich so berührt oder weiß was ich. Das finde ich am schönsten. Bei dem Film Adios Buenos Aires kam ein Mann auf mich zu in Berlin. Ich dachte, das ist ein Rechtsradikaler, der hatte eine Glatze so. Kam auf mich zu und sagte mir, danke für die Hoffnung. Ich fand es so schön. Ja. Das sind die schönsten Momente beim ganzen Prozess. Und ich finde es auch wunderschön, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die gut sind in dem, was sie machen. Also das finde ich ein Genuss, zu sehen, wie ein guter Kameramann ein tolles Licht aufbaut und macht. Ja. Oder wie ein Steadicam-Operator eine wunderbare Kamerabewegung macht, die eigentlich unmöglich zu machen ist. Und du siehst, wie der das macht und wie er kadriert und wie das Ding fließt und so. Das finde ich wunderschön. Oder meine Zusammenarbeit mit Gerd Baumann hier in München, der ist ein toller Komponist und bei den letzten zwei Filmen hat er die Musik komponiert und seine Skizzen zu hören und diesen Prozess zu erleben und zu beobachten, wie er das macht und wie er Töne kombiniert und wie er diese Melodien schafft und so, das finde ich wunderbar, wunderbar, ja. Ich war auch bei Adios Buenos Aires überrascht, also auch von der technischen Qualität des Films und von dem Licht. Ich hatte genauso dieses Licht in Buenos Aires in Erinnerung, dieses so ein bisschen fast schon orange-braune Licht. Das hat mich überrascht, ich habe mich richtig hinversetzt gefühlt und ja, ging ganz tief rein bei mir. Ja, schön, freut mich. Hat sich unheimlich authentisch angefühlt. Freut mich sehr. Ja. Ja, das hast du ganz oft beschrieben, auch in den Interviews, die ich von dir gelesen habe, was das für ein Nervenkrieg sein kann, so einen Film, sich erstmal, also die Idee auszuarbeiten, das Drehbuch so hinzukriegen, dass es passt, die Mittel dafür zu bekommen, das Ganze zu planen und das dann auch noch durchzuziehen mit Gewerkschaften, die einem Knüppel zwischen die Beine werfen etc. pp. Wirst du dir den Stress wieder antun? Hast du schon ein neues Projekt im Hinterkopf, was du als nächstes angehen möchtest? Also ich erlebe das Filmemachen so. Sicherlich gibt es Leute, die das ganz anders machen und ganz anders erleben und für die vielleicht ein bisschen alles leichter ist und genau. Ich erlebe das so und ich hoffe sehr, dass ich das weiterhin immer wieder erleben darf. Ja. Also ich liebe diesen Beruf und ich mache den sehr gerne und ich hoffe, dass ich weitere Filme machen kann. Ja. Es ist nicht einfach und ich bin mir nicht sicher, dass es klappt, aber ich hoffe sehr. Ja.
Ich habe keine neuen Projekte. Ich muss jetzt schauen, in welche Richtung ich gehe und was ist der nächste Film. Ich muss den jetzt finden. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Wie macht man das? Spricht man mit Drehbuchautoren oder wie kommt man auf eine Idee? Ich weiß es auch nicht, wie das geht. Ich weiß es wirklich nicht. Das geschieht, würde ich sagen. Ja. Das muss zu dir kommen. Das wie beim Tango, ne? Der Tango kommt zu einem und der Film muss auch zu einem kommen, vermutlich. Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Ich habe ein paar Ideen natürlich und die will ich entwickeln und so. Und dann gucken wir mal, was davon gemacht werden kann, ja. Da sind wir sehr gespannt drauf, was da rauskommt und ich auch. Es wird aber nichts mit Tango zu tun haben. Ich habe es mir schon. Ich kann keinen neuen Tango-Film machen. Das okay. Ist irgendwie ist es jetzt genug. Ich wurde auch einmal als Tango-Regisseur vorgestellt. Das ist Hermann, Tango-Regisseur. Für mich sind die Filme nicht über Tango. Tango ist ein Teil des Films, aber die Filme sind nicht über Tango. Aber ich möchte einen Film machen, wo es kein Tango vorkommt. Ich habe ein schönes Zitat gefunden in einem Interview, das du Screenspace gegeben hast. Und der Redakteur hat geschrieben, aus der rhythmischen Seele seiner Heimat schöpfend hat Hermann Krahl in den letzten 20 Jahren lebendige filmische Darstellungen von südamerikanischer Musik und Tanz geschaffen. Also gut, da fällt jetzt nicht der Begriff Tango, aber da ist schon auch eine hohe Festlegung spürbar. Ne? Ich habe einen Film gemacht über kubanische Musik, ja. Hieß Musica Cubana. Blöder Titel, den wollte ich nicht, aber das wollten die Produzenten. Und ja, aus dem Grund hat er das wahrscheinlich auch geschrieben. Aber hauptsächlich, ja, Musik hat sich dann in meinen Filmen als eine wichtige Komponente entwickelt, ergeben. Ich habe das gar nicht gesucht, das ist irgendwie so passiert. Und ich liebe auch Musikfilme und Filme, wo Musik vorkommt. Das liebe ich sehr, ja. Die mache ich sehr, ja. Dann aber filmisch demnächst nichts mehr mit Tango, aber du wirst dem Tango als DJ und hoffentlich auch als Tänzer weiter treu bleiben, oder? Du sagst hoffentlich, weil du mit mir noch nicht getanzt hast. Das können wir gerne mal machen. Sonst wärst du nicht so positiv, ja. Als DJ vielleicht, ja. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind in Deutschland zu Hause, es gibt welche, die sind in Argentinien zu Hause und es gibt den Hermann, der ist im Film zu Hause, glaube ich. Das ist, die Lokalität gar nicht so wichtig. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ich finde es auch. Yes, vielen Dank, dass du uns reinschauen hast lassen in deine Welt, in das, was dich bewegt und in den Prozess deines Schaffens. Sozusagen. Es war sehr interessant. Das freut mich und es war auch ein sehr schönes Gespräch. Ich habe da eine sehr schöne Zeit gehabt mit euch beiden. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Dankeschön. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns. Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.